Wie man unschwer erkennen kann, sind wir heute zu Gast auf einer Schnalzerwiesen, und zwar auf der Schnalzerwiesen in Sitzenheim, weil wir euch einen jungen, engagierten Menschen aus Sitzenheim heute vorstellen dürfen. Der Franzi Allerberger, 22 Jahre alt, nur ledig. Noch? Wie man sieht, ist er gern Schnalzer, aber auch in vielen anderen Vereinen aktiv. Er tut gerade Sporteln. Genau. Und weiß eigentlich über ganz Sitzenheim Bescheid. Wir freuen uns, dass er bei uns in der Fraktion jetzt mitwirkt, weil er sicher einen frischen Wind in unsere Fraktion einbringen wird. Franzi, ich freue mich, dass du in unserem Team mitarbeitest, dass wir einen jungen Engagierten mit dabei haben. Und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, damit du uns sagen kannst, warum du das machst, warum du dich dafür entschieden hast. Sehr gern. Also, die erste Frage, Wald Sitzenheim bedeutet für dich? Heimat. Also es ist eigentlich, man fühlt sich in Wald Sitzenheim sehr gut aufgekommen und da taugt es mir, da möchte ich eigentlich so schnell nicht weg. Das ist für mich Wald Sitzenheim. Sehr gut. Zweitens, warum möchtest du in der kommenden Periode in der Gemeindevertretung mitwirken? Weil ich gerade in einer Gemeinde wie Wald Sitzenheim finde, dass junge Leute sich am politischen Geschehen beteiligen könnten und dementsprechend haben wir gedacht, machen und wir das weil jetzt ich da. Gefragt habe, sag's ruhig. Ja, das können wir natürlich so auch sagen, aber nein, es ist schon ganz wichtig, dass man da mitwirkt, meines Erachtens nach, und das probieren wir. Sehr gut. Drittens, Verantwortung für Wald Sitzenheim. Wofür möchtest du in der nächsten Periode Verantwortung übernehmen? Ja, das ist auch ganz klar, eigentlich wie vorhin schon genannt, für junge Menschen, und ich stehe ganz hart zum Brauchtum und der wird da auch groß gelebt in Wald Sitzenheim, und da möchte ich schon ein wenig schauen, dass wir uns das dabei behalten. Danke. Gerne. Franzi, ich mache jetzt mit dir noch einen kurzen Word-Rap und ich gebe dir jetzt ein paar Themen vor und du darfst kurz und knackig darauf antworten. Okay. Lederhose oder Anzug? Lederhosen. Schnalzen oder Ringer? Schnalzen. Wals oder Sitzenheim? Sitzenheim. Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Kreuzung oder Kreisverkehr? Eher der Kreisverkehr. Musik oder Sport? Sport. Danke dir. Gerne.